haben wir schon, das haben wir gesehen im letzten Stream, der schon ein paar Jahre her gefühlt ist. Ein paar Monate her ist auf jeden Fall. Okay, scheint Sound zu sein. Ich hoffe, man ist. Ich muss gerade auf meinem Handy so ein bisschen kontrollieren, ob das klappt, ob da jetzt. Ob ich zu hören bin. Naja, so viel Soundtrack ist ja auch nicht drin, also ist nicht so schlecht. Wir starten in Akt 2, Alaska. Wir spazieren heute durch Alaska. Ein kleiner Osterspaziergang in-game. Ja. Les Brown. So, und da sind wir schon im Spiel. Oha, das Soundtrack ist laut. Settings. Audio. Das würde ich gerne mal sehr doll leiser stellen. Das ist ein bisschen heftig auf meinen Kopfhörern. Es ist ein bisschen laut. Falls man nebenher irgendwie, falls man ein paar Geräusche hört. Ich bin nicht alleine. Ich bin bei meinen Eltern zu Hause. Und eventuell ist nebenan noch ein bisschen, hört man Leute reden. Das ist meine Family. Okay, da kam ich wohl gerade raus. Okay. 180 Meter bis zum nächsten Zielort. Okay, dann laufen wir mal ein bisschen. Wir laufen. Willkommen zum Walking Simulator. Wir spielen den Walking Simulator. Wir laufen. Querfeldein. Jo. Viel mehr ist nicht los in diesem Spiel. Wir drücken einfach die B-Taste und laufen in die richtige Richtung. Mit der Maustaste können wir uns ein bisschen umschauen. Landschaft uns angucken. Nein, können wir nicht. Wir laufen nämlich in die Richtung, wo wir mit der Maus uns hin bewegen und ja. Später kriegen wir noch ein Head, nicht ein Headset, ein Jetpack. Und ja, da fliegen wir ein bisschen durch die Gegend. Ja, Strecken, stressen, Strecken. Jetzt fehlt mir schon wieder das Wort. Strecken. Zurücklegen, zurücklegen, zurücklegen war das Wort. Ja. Und wie war euer Ostersonntag bisher? So, die können wir jetzt aufheben mit E. Packen wir uns das Zeug hinten drauf. Und liefern das aus. 400 Meter weiter zurück. Das wollte ich dich gerade fragen, Modi. Modi schreibt in den Chat und schöne Ostern gehabt. Ja, bisher ganz schön. Ja, mit der Familie leckeres Essen gehabt. Wir haben gegrillt. Grillsaison begonnen. Und ja, mit A und D können wir auch spazieren. Mit der Familie bin ich ein bisschen, haben wir gegessen, lecker Essen gehabt. Lecker Kaffee trinken, lecker Mittagessen. Und jetzt mache ich meinen Osterspaziergang, meinen virtuellen Osterspaziergang hier im Walking Simulator 2020. Und bei dir, Modi, wie lief der Sonntag bei dir? Kuchen mit Oma und Opa gegessen und gestern billiges Ringlicht bestellt, weil ich endlich Ausleuchtung haben will. Ah ja, das mit dem Ringlicht wäre auch mal eine gute Idee, habe ich bemerkt bei mir. Jetzt hat es Oma bei meinen letzten React-to-Streams Oma bemerkt, ist es, ja, sollte mir vielleicht mal ein Ringlicht hinter den PC klemmen, dass man da irgendwie mich dann abends anfangen zu streamen und dann ist draußen noch ein bisschen hell ist und dann gibt es gerade für den 20er auf Amazon. Ja, ist jetzt, ja. Mal schauen. Es ist nicht, das ist jetzt nicht meine dringendste Investition.
Meine nächste Investition wird auf jeden Fall jetzt erstmal New Pokémon Snap sein. Das muss ich dann auch mal die nächsten Tage irgendwann mal bestellen. Dass ich das mal vorbestelle, dass das mir dann rechtzeitig geliefert wird. Weil das würde ich gerne spielen. Ich weiß nicht, inwiefern das in meinen Upload-Plan reinpasst. Der ist ziemlich voll. Finde ich, muss ich Platz schaffen. Ich habe ziemlich viel vorproduziert. Da muss ich ein bisschen verende. Also quasi im Mai, also in der letzten Aprilwoche kommt ja New Pokémon Snap raus. Und das werde ich dann im Mai spielen. Also im April wird es nichts mehr. Das ist aber, ja, es kommt glaube ich irgendwann, wann, 30. oder 31. April kommt es raus. Also wirklich Quest completed, okay. Wir haben einen toten Hund hier oder was? Sieht mir so aus. Okay. Jetzt müssen wir hier entlang. 500 Meter in die Richtung. Ja. Hast du dir schon eine Switch besorgt, Modi? Das kann ich dich gerade mal fragen. Du wolltest dann auch Pokémon. Ich weiß nicht, ob New Pokémon Snap, aber wegen den anderen Spielen, wegen den Pokémon-Spielen, die ja dieses Jahr noch rauskommen. Pokémon Diamant Remake. Waren gute Ostern, seit das Gehalt ankam. Ja. Freut mich. Hast du Gehalt bekommen? Nee, warte auf die Pro. Dann kannst du lange warten. Da wirst du wahrscheinlich nicht, da wirst du nicht Pokémon. Das wird noch vielleicht ein Jahr dauern. Das ist. Bis die Pro rauskommt, die ist noch nicht angekündigt. Es wird wahrscheinlich nicht vor. Oh, Kotok spielt GTA 5. Ich warte immer auf die Pro. Da kannst du noch ein bisschen warten. Das kann noch ein bisschen dauern. Das angekündigt ist er noch nicht. Das Spiel, das hier, Pokémon Arceus, hier Legends Arceus, das ist ja schon so eine, ist ja schon eine kleine Anspielung. Das scheint ja für die Pro entwickelt worden zu sein, aber dann auf die einfache Switch gepresst worden zu sein. Also, ich denke mal, also 2021 auf gar keinen Fall mehr. Das kannst du schon knicken, das kannst du schon aus dem Kopf streichen. 2021 wird die Pro auf gar keinen Fall kommen. Eventuell Ende 2000. Die ist doch schon bestätigt durch die OLED-Displays und die anderen bestellte Technik. Ja, auf jeden Fall habe ich nicht mitbekommen, aber auf jeden Fall, wenn sie rauskommt, dann 22, 23, also vor Ende 2022 brauchst du da nicht drüber nachdenken. Sage ich dir schon. Also dieses Jahr auf gar keinen Fall. Hundertprozentig nicht. Weihnachten 21 oder mir. Oder mit Legends. Ich hab dir doch gerade gesagt, Legends kommt noch auf die Switch, nicht auf die Switch Pro. Auf die einfache, das haben sie noch drauf gepresst. Vielleicht Weihnachten 22. Ich sag's dir. Damit brauchst du dieses Jahr nicht mehr zu rechnen. Oha. Geht's durchs Wasser? So aufheben. Und wo müssen wir lang? Dort müssen wir lang. Sehr schön. Also wenn du Pokémon Diamant Remake spielen willst, dann wirst du dir eine Switch kaufen müssen. Also keine Switch Pro, sondern eine Switch. Oder du wartest. Ich weiß nicht, ob es dann einen Port für die neue gibt, weil die, also Pokémon Diamant Remake kommen erstmal für die, kommen natürlich noch für die alte raus. Das ist. Und auch Snap, das wird jetzt noch für die alte Konsole rauskommen. Für die alte Switch. Was heißt alt? Ja, muss man aber sagen, wenn man über die Pro redet, muss man die Switch als alt bezeichnen. Ja.
So jung ist auch nicht mehr, so blutjung. Ich glaube, 2017 kam sie raus. Die Nintendo Switch muss man sich auch mal vor Augen führen. Die ist auch schon. Die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Dass die rauskommt, steht ohne Frage. Das ist. Früher oder später wird die rauskommen. Aber wie gesagt, ich bin. Ich sag dir. Ende 2022. Anfang 2023. Und ich hatte recht, ich habe recht, Modi. Das weißt du, dass ich recht habe. Das ist, hatten wir das Thema schon bei hier Pokémon Diamant Remakes, wo du noch gesagt hast, bei der vor der Pokémon Direct, wo du noch dran gezweifelt hast, wo du noch gesagt hast, nee, die bringen keine vierte Generation Remake raus. Das machen die nicht. Die bringen irgendwas Langweiliges. Und ich dir gesagt habe, nee, das Remake kommt jetzt. Das ist garantiert. Habe ich dir schon vorausgesagt. Und ich hatte recht. Was Nintendo angeht, Modi, vorsichtig. Du weißt, ich habe den Riecher. Nicht das Orakel Zwergenfürst in Frage stellen. Okay. Ach, das ist jetzt Heilung für den Hund oder was? Ah ja, Heilung für den Hund. Der Roboter has a GPS-Tracker. Achso, Roboterhund. Oh. Er lebt wieder. Oh, wir haben einen Hund. Kompagnon. Jetzt müssen wir in die Richtung. Da wird lang spaziert. Aber es ist kein Remake vom Game Freak. Das spielt ja keine Rolle bei der Sache. Das ist ja nicht die Sache. Ob jetzt Game Freak oder nicht Game Freak. Hauptsache Pokémon. Snap ist von Game Freak, oder? Oder irre ich mich darauf? Die haben sich auf Snap konzentriert. Und auf Legends Arceus haben die sich auch konzentriert. Also wahrscheinlich deswegen nicht. Ich habe gehört, die haben das ein anderes Entwicklerstudio weitergegeben. Weil sie sich auf ein größeres Projekt konzentrieren wollen. Wahrscheinlich wegen Arceus. Legends Arceus. Aber ist doch gut, also zumindest die ersten Trailer, die man gesehen hat, ist doch gut geworden, hat das andere Entwicklerstudio hervorragend gemacht. Also im Gegensatz dazu, was man von den von Legends Arceus gesehen hat, das ist ja. Naja, es ist. Ich fand es nicht so prickelnd. Gerade auch was die Texturen angeht. Es ist, wie gesagt, die haben das noch. Return to Sender. Okay. Ja, das ist unsere aktuelle Quest. Wir müssen dort lang. Immer da, wo der Pfeil uns hinschickt. 1000 Metern, 1 Kilometer noch. 1,5 Kilometer. Snap ist von Namco, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das technisch am schlechtesten wirkende Spiel ist wieder mal von Game Freak. Ja, wer hätte es erwartet? Ja. Auf welches Spiel freust du dich am meisten, Modi? Wahrscheinlich auf Arceus. Wie es aussieht, wenn du auf die Pro wartest, wirst du wahrscheinlich die beiden anderen nicht spielen. Die vierte Gen Remake und ein Snap. Den wirst du dann nicht spielen. Ich weiß nicht, inwiefern das geportet wird, ob du dann von der Vorkonsole.
Also Diamant Remake wahrscheinlich nicht. Also bisher, was die Pokémon-Generation und Remakes angeht, die Pokémon-Hauptspiele, habe ich bisher noch nie erlebt, dass irgendein Pokémon-Hauptspiel auf die nächste Konsole geportet wurde. Also das musste schon, so wirst auf die, es wird ex, das wird dann noch exklusiv für die Konsole, für die Switch rausgebracht und das wirst du dann auf der Pony spielen können. Da kommt dann das nächste Pokémon-Spiel dann raus. Remakes bei Legends bin ich optisch interessiert. Ja, die Remakes wirst du auf der Power nicht spielen können, das sage ich dir schon. Wenn die für die Switch rauskommen, das gab es noch nie bei Pokémon Hauptstories. Dass die da generell bei Pokémon nicht. Wenn ein Spiel für eine Konsole rauskommt, dann bleibt es auf der Konsole. Da wird es nicht geportet auf die neue. Da musst du dich entscheiden, Remakes oder Pro. Pokémon Remakes spielen oder auf die Switch Pro warten. Oder beides. Kannst du auch beides machen. Oder musst du dir die. Dann musst du die Switch holen. Sie wird einfach die Switch U XF. Ja, die Nintendo Switch, die hieß am Anfang auch NX. Die haben sie auch erst umbenannt. Kurz vor Release. Bergsteigen angesagt. Wir können auch durchs Tal laufen, aber den direkten Weg. So wie es geht. Ist noch ein knapper Kilometer, den wir laufen müssen. Oha. Fällt unser Gepäck stehen geblieben. Unser Gepäck haut ab. Im eShop gibt es massig Ports von alten Spielen. Ja, aber ganz alten Spielen. Das Pokémon Sonne zum Beispiel, die letzte Generation vor der Switch. Das ist auf dem 3DS erschienen. Ist mal als Beispiel genommen. Das kriegst du nicht auf die Switch. Pokémon siebte Generation kriegst du nicht auf die Switch geportet. Das ist da, kannst du lange warten. Hier kann man ein bisschen sprinten. Hätte mal wieder Bock auf ein neues Pokémon Ranger. Ja, weiß ich nicht, jetzt haben sie erstmal Snap rausgebracht. Wird bestimmt einige Jahre dauern, bis da in die Richtung wieder was kommt. Ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Pokémon Ranger Remake. Jetzt können wir erstmal froh sein auf die. Verdammt! Jetzt können wir erstmal froh sein auf die Remakes, auf die vierte Gen Remakes. Ins Tal gepurzelt. Hundi, warum kannst du nicht irgendwie mal auch vorrennen und die Sachen holen? Oh Mann, die fallen ja immer noch. Ich glaube, ich laufe jetzt übers Tal. Da liegt meine Fracht. Okay, wo ist denn der Rest hingepurzelt?
Da reicht es, wenn wir nur eins abliefern. Ist dann die Mission gescheitert. Wenn wir was nicht finden, müssten wir. Müssen wir das so machen. Ach, hier ist noch was. Wir laufen mal hier unten lang. Nicht, dass wir wieder stürzen. Okay, er ist noch die richtige Richtung. Wir laufen noch richtig. Sind trotzdem meine Lieblings-Spin-offs, schönes Rätsel-RPGs. Okay, ja, Ranger habe ich nie gespielt. Auch Snap habe ich nie gespielt. Ich habe mich bisher auf die Pokémon-Hauptgames konzentriert. Also alles, was so nebenbei her war. Ranger und Snap und so. Ja. Muss ich leider sagen, mit New Pokémon Snap wird das jetzt das erste Mal sein, dass da was einer der Nebenspiele spiele. Es gibt ja die Hauptspiele, das sind die Generationen 1 bis 8 aktuell. Dann gibt es die Remakes. Und dann gibt es die Nebenspiele. Das was dann alles. Die Nebenspiele sind dann alles Snap, Ranger, Kolosseum und. Die ganzen da drunter. Na, kommst du hoch hier? So hoch ist der Berghang hier nicht. Das ist nur ein Flussufer. Noch 400 Meter. Gleich sind wir da. Und noch ein Fluss. Hindurch. Warum es immer Nacht wird, wenn wir unter Wasser sind, ist auch eine Frage. Falsche Richtung. Ranger, sollte voll dein Humor sein. Mit dem roten Rocket, mit dem bösen Rockband und den kleinen sympathischen Sidequests. Ich habe Pokémon Uranium gespielt, da war auch. Oha, das ist der Hund gerade vor meiner Schnauze. Der hat mich ein bisschen erschreckt. Vor der Schnauze gespawnt. Ja, Ranger hat sich hier schon Pokémon Uranium haben die Rangers ein bisschen eine Rolle gespielt. Da habe ich es nicht verstanden, weil ich kein Englisch kann. Durch den Text halt ein bisschen Probleme mit gehabt. Und das Let's Play habe ich ja unterbrochen, weil die letzte Arena dann ein bisschen, nicht die letzte, sondern ich glaube die vierte oder fünfte Arena war dann zu schwer für mich. Da hab ich dann abgebrochen. Aber ein paar gute Parts gibt es davon. Also, so schlecht ist das Let's Play gar nicht. Es ist schon ordentlich geworden. Es ist schon, kann sich sehen lassen. Bin weitergekommen, als ich je gedacht hätte. Oh nein! Stolpert der hier schon wieder. Wir müssen noch hoch auf den Berg zur Basis. Wir müssen dahin. Gepäck abholen. Na toll. Die Ankunft verzögert sich um x Minuten. Und wie schnell die wegrollen hier die Sachen. Das ist, die bleiben nicht etwa liegen oder so, da wo man aufgehört hat, sondern die rollen den ganzen Berghang einfach runter. So.
Wo ist der andere Müll hingefallen, hingerollt? Das sind doch Kisten, wieso können die so rollen? Das ist doch bekloppt. Weiß nicht, liegt hier noch irgendwo was? Da liegt noch ein Stück. Finde es immer schade, dass jeder immer von Snap, Kolosseum und Mystery Dungeon redet, fast keiner Ranger kennt. Ja. Mystery Dungeon, das stimmt, jetzt wo du sagst, Mystery Dungeon, das stimmt nicht. Das habe ich. Die habe ich gespielt, die Mystery Dungeon Sachen. Pokémon Mystery Dungeon DX. Das läuft ja auch gerade. Naja, das ist gerade ein bisschen eingefroren wegen anderer Projekte. Aber irgendwann wird das auch weitergeführt. Eines Tages. Das ist ja auch gerade noch am Laufen. Genau wie Pokémon Y ist es gerade ein bisschen. Ja, was Pokémon Y angeht, muss ich ehrlich sein. Puh, ja, da weiß ich gar nicht, wie es darum steht in Zukunft. Also das ist ja wirklich jetzt erstmal. Da sieht es ja schwierig drum aus. Wenn es Pokémon Snap kommt, wenn dann. Wenn Pokémon Diamant Remakes kommen und so weiter. Ich würde es ungern beenden, aber. Let's play Pokémon Y Remake again. Ich meine, die Parts ziehen sich ja so lange hinaus, dass da. Ich habe da wirklich. In 2 Monaten mal ein Part. Das ist ja wirklich. Kommender Rede wert, so wie ich das hier mache. Noch weitere Pakete, die wir mitnehmen sollen. Nur nicht so oft runterfallen. Genau, da müssen wir jetzt lang, wahrscheinlich, oder? In den Berg wieder runter. Wenn du keine LP von Pokémon Smile bringst, enttäuscht du mich. Da muss ich dich leider enttäuschen, Modi. Da werde ich dich wohl enttäuschen. Das Zahnbürstenspiel. Pokémon Coffee habe ich mal überlegt, ob ich das als Test spiele. Das habe ich mir mal runtergeladen auf die Switch. Ist kostenlos. Na, ich da mal gesagt, nee. Ich habe sogar 2, 3 Minuten davon aufgenommen und dann habe ich gesagt, nee, lass mal lieber. Es macht jetzt nicht wirklich den. Es hat jetzt nicht wirklich einen Mehrwert davon. Habe ich die Aufnahme abgebrochen und was anderes gemacht. Das ist. Ja. Das gibt es auch auf meinem Kanal. Gibt es manchmal Projekte, wo ich dann sage, ja, okay. Versuchen wir es mal und dann. Vorsichtig. Nicht fallen. Sieht schlimm aus hier. Das war klar. Wir sehen uns unten. Gepäck. Ich muss da eh hin. Roll, roll, roll. Kennst du Zahnhygiene-Videos? Nee, naja, wir wollen ja meine Zuschauer nicht verschrecken. Ja. Ist genug, dass ich Facecam mache. Wenn ich den Mund schon manchmal öffne. Weil man nicht. Ja. Das klang jetzt wie ein Witz, aber. War natürlich nur ein Witz. Meine Zähne sind sauber. Das ist gar keine gelben Zähne oder. Das ist gar kein. Das ist natürlich top gepflegt, das ist. Nein. Gar nicht. Top sauber.
Mit Geruchstube gibt es noch gar nicht. Ja, zum Glück. Sonst wären unsere Podcasts ja unerträglich. Unsere Podcast-Folgen wären unerträglich. Wir zwei auf einmal mit dem Geruch von unseren schwitzenden Körpern. Ja, sehe ich schwierig. Das wird sich nun wirklich keiner angucken. Das will ja keiner sehen. Okay, die Hälfte haben wir unterwegs verloren. Der Stapel war mal größer. Können wir nochmal gucken, ob wir was finden. Das sieht auch nach was aus. Aber den Rest werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr finden. So, in welche Richtung müssen wir denn jetzt? Genau in diese Richtung. Riecht nach gämeriger Männlichkeit und Depression. Aha. Das ist der Depression-Modi oder was? Bist du depressiv? Wollen wir drüber reden? Wenn du wen zum Reden brauchst, weißt ja, wo du Ninlein findest. Oder wo du Prof findest. Nee, Spaß. Ich bin mal weg für heute. Was, wieso? Musst du weg? Mit der Familie noch was? Na dann, tschüss, Modi. Man sieht sich. Morgen vielleicht gar. Wenn alles gut läuft, wenn ich das organisiert kriege, wenn ich die Leute zusammengeholt kriege, gibt es morgen bei mir Among Us Turnier. Kleines geplantes Among Us Turnier von mir. Mit hoffentlich 10 Leuten. Momentan sind nur noch 4, aber das ist, ja, vielleicht kommen noch ein paar Leute dazu. Momentan sind es viele Leute, die fest zugesagt haben. Mal schauen, ob wir noch alle zusammenkriegen. Nee, das war nur ein Stein. Ich dachte, das wäre eine Sache, zum die wir mitnehmen können. Wie bin ich denn, wie ist denn das jetzt passiert? Jetzt bin ich hier auf dem Boden zusammengebrochen. Er brüllte nur Hund. Angst freigeschaltet, thanks. So habe ich jetzt den Hund gestreichelt oder was? Okay. Hier ist noch ein Ding. Gibt noch unter 600 Meter. Ich hoffe, der Sound ist zu hören. Ist leise, ist nicht viel, ist nicht lustig, aber das Hundebellen ist schon ein bisschen Laufgeräusche, ist ja auch ein bisschen interessant. Also ganz ohne Ton wäre es wahrscheinlich nur mit meinem Gerede. Ist ein bisschen blöd. Gut. Wir laufen weiter.
300 Meter noch, gleich sind wir da. Am nächsten, nein, nächsten Haltestation. Dann drehen wir da rum und laufen weiter. Laufen, 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 laufen. Wen wundert's? Beim Walking Simulator. Lass mal ein bisschen laufen. Vielleicht kriegen wir ja bald die Jetpacks. Und dann können wir damit. Und damit weiterlaufen. Dass wir hier nicht wieder runterfallen. Da müssen wir aber lang. Sachte. Da unten im Tal, wie es ausschaut. Oder müssen wir erstmal durch den Tunnel durch. Da spawnt der Hund wieder. Vor mir. Noch 100 Meter. Knapp 100 Meter. 160. Ja. 200 Meter. Anderthalb. 100. 150 sind nicht 1,5 Meter. Dann wären wir ja schon da. So. Im Eisenbahntunnel. Jetzt hängt sich das Spiel auf. Stoppt kurz. Ja, gut. Ach so, hier ist das. Das ist ja die Basis, wo wir hin sollen. Das ist kein Eisenbahntunnel. Ist eine Art Basis. I wait for my friends who stayed. Ah, okay. Eine kleine Bunkerbasis. Hallöle. Quest complete. Thanks. You can keep the dog. Und zurück. In die Richtung. Wieder einen Kilometer zurück. Wieder latschen, wieder zurück. Wir spazieren wieder weiter. Tausend Kilometer, 1000 Meter. Ein Kilometer zurück. Warte. Das können wir mal mitnehmen. Da liegen Teile. Vielleicht unsere Teile, die wir hier mal liegen lassen haben. Ja, dann lauf. Lauf, Junge, lauf. Mit dem schweren Gepäck. Durch die Landschaft. Ein bisschen Tempo. Last stop, go for the, to the transition. Ach, last stop schon. Für dieses Level. Für diesen Akt. So, da müssen wir lang. Da jetzt schon weniger als 1 Kilometer sind wir bald da. Da mache ich eine kleine Pause, womit die mit dem Akt vorbei sind. Und dann geht es weiter mit dem dritten Akt gleich hinten rein. So, über die Eisenbahnschienen drüber. Ich hoffe nur, dass kein Zug kommt. So. Na komm. Noch 800 Meter in die Richtung. Mitten durch den Tümpel. Sehr schön. Immer weiter voran.
gar nicht mehr weit, nur noch 600 Meter. So, Kurzstreckensprint. Das ist hier nochmal Endspurt ans Ziel. Halber Kilometer noch. Für unseren geübten Läufer hier gar kein Problem. Keine Ursache. Nochmal durch den Fluss durch, durch ein Flussbett durch. So muss das. Hier nochmal hoch. Nochmal einen Berghang hinauf. Nochmal über die Schienen. So, sehr schön. Berg hinauf. Gleich sind wir da beim Last Stop. Da drüben müsste es schon sein. Und 300 Meter noch. Dauert nicht mehr lang. Lakes 351. Okay. Was sind diese Lakes? Was können wir damit? Noch unter 200 Meter. So gut wie da. Aber wo sind wir dann? Ich sehe hier noch keinen Eingang. Keine Endstation. Man muss ja mitten im Feld sein wieder. Dann tut sich hier nur doch noch was auf. 45 Meter noch. Müsste hier direkt hier sein. Genau hier. Die Station unter uns. Und immer runterrutschen, bitte. Jetzt müssen wir noch irgendwie hinkommen, ohne runterzufallen. Am besten ohne hinzufallen. Sehr schön. Stopp. Wir ignorieren das Stoppschild. Gehen hier hinein. Da ist die Basis, wo wir hin müssen. Und die von unser Zeugs ab. Quest abgeschlossen. Last Mission. Mission. Angriffsschild Man's Best Friend. Bei Jetpack. 100 Likes. Okay, das machen wir doch glatt. Jetpack. Das war die letzte Mission hier, oder? Sind wir fertig. Beim nächsten Mal fangen wir wieder bei 0 an. Nächsten Map. Haben wir hier fertig, oder? Sieht so aus. Wir haben fertig. Na dann. Wir können aufs Motorrad springen. Sehr schön. Ja.
Ja, das Rauschen im Hintergrund ist der Laptop, der rauscht ein bisschen. Der hat ein bisschen zu arbeiten am Stream. Falls man sich das wundert. Ich hoffe, der Game-Soundtrack überdeckt es gleich ein bisschen. Wir machen weiter mit Akt 3 im Stream. Those who mastered in the art of falling have no fear of rising. Mehmet Murat Edlan. Mal einen Schluck getrunken. Ja, fallen tun wir hier öfters. Oh, und wie sehen wir jetzt aus? Im Schutzanzug. Wir sind hier in einer postapokalyptischen Stadt, wie es aussieht. Toilet Paper. Get it before it runs out. Das passt ja sehr schön. Wir gehen Toilettenpapier hamstern. Let's go. Ist auch der Walking Simulator 2020 im Schutzanzug. Restroom. Toilette. Ah, das Toilettenpapier auf dem Klo. Toilet Paper. Ja, bevor wir dann keins mehr haben. Schön hamstern. Vom Klowagen nehmen wir uns auch was mit. Hier auf dem Klo nichts mehr. Okay, vielleicht im Regal noch irgendwo welches. Werden wir hier auch ordentlich angegriffen. Wird uns versucht, das Klopapier wegzunehmen. Wie sich gehört, eine kleine Kabelei im Einkaufsladen. Wir brauchen noch Nudeln. So, hier, ich nehme alles. Habe ich alles. Ich nehme das Klopapier. So, wo kann ich durch? Hier muss ich lang. Bis komplett, you made it in one piece. Leave the store. Then uninstall and go play a real game. Ja, sehr schön. Ein kleiner Gag hier noch zum Ende. Quest completed. Errungenschaft freigeschaltet. The end of a journey. Sehr cool. Es war der Akt 3 nochmal hier. Dislikes 51. Ja, sehr schön. Haben wir Klopapier gehortet im Supermarkt. Schöne Sache. Schöne Sache. Ja, uninstall and play a real game. Tolle Sache. Ich dachte, es dauert jetzt noch eine Stunde, dass wir hier drin sind. Im Schutzanzug noch ein bisschen durch die Postmoderne laufen. Durch die Apokalypse. Ja, ansonsten können wir hier noch ein bisschen gegen Latschen durch den Hinterhof. Das hier war ja mal mega. Oh, auch schon freigestellt Partycrasher. Sehr schön. Astronomia. Hier ist Disco. Ach so, die tragen sogar hier eine Kiste oben drauf und tanzen darunter. Sehr schön. Der Meme ist real. Schade, dass Molly schon gegangen ist. Muss sich dann die Aufzeichnung angucken. Stream-Aufzeichnung. Scheiße, jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Können wir auch tanzen? Habe ich noch keinen Knopf für gefunden. Schade. Sehr schön, da läuft die Party. Die Corona-Party.
Hinten drin im Supermarkt. Oh, wir können uns einen Truck nehmen. Wir können in den Truck einsteigen und losfahren. Auslieferung. Okay, da geht's nicht lang. Schade. Sehr schön. Gehen wir nochmal den Supermarkt erkunden. Noch ein paar Sachen kaufen. Jetzt sind wir gefallen. Na toll. Aber wir können Leute hier umpicken, umkippen, umkicken. Hausmeister. Sehr schön. Mir gefällt diese Anspielung. Mit dem Klopapier kaufen. Wie gesagt. Aber man hört sie ein bisschen. Ja. Working Simulator 2020. Ist am Nordpol dann in diesem grasbewachsenen Feld und dann, ja. Okay, können wir nicht durch. Können wir uns Baguettes mitnehmen? Über, sehr schön. 10 von 10. Tolles Spiel. Hier gibt es noch Klopapier. Klopapier, Klopapier. Das nehme ich natürlich noch mit. Noch irgendwo anders Klopapier. Das Küchenrolle. Noch anderes Klopapier, das können wir auch noch mitnehmen. Toilet Paper. Ist aus dem Weg. So hier. Ab dafür. Dislikes 61. Den Kassenmann noch verprügeln. Noch Klopapier. Haben wir jetzt alles an Klopapier? Das ist hier noch im Tiefkühlfach was drin. Das möchte ich bitte auch kaufen. Das nächste 71. Liegt hier noch irgendwo was rum an Klopapier. Jetzt bestimmt auch ein Achievement für. Alles Klopapier mitnehmen. Hier ist noch Klopapier. Dürfen wir natürlich nicht zurücklassen. 80. Vielleicht kriegen wir noch 100 hin. Ist das hier 80%? Hinten im Partyroom vielleicht noch welchen, den ich übersehen habe. Klopapier in der Kühle drin. Jetzt habe ich ja nichts liegen lassen. Alles meins. Die anderen kriegen kein Klopapier ab. Hier sind schon Regale hergeräumt. Sehr schön. Nein, hier nicht.
Diese Nudeln, die brauchen wir auch noch. Und Fertigsuppe. Okay. Den Müll immer noch ein bisschen rumwühlen. Ansonsten sehe ich hier kein Klopapier mehr. Was ist da oben? Das ist nicht das Klopapier, was wir mitnehmen sollen. Guck ich draußen nochmal. Ein Party Room. Noch eventuell hat der noch Klopapier im Kofferraum. No parking. Das müssen wir hier erstmal einparken. Mit dem hier. Vielleicht hat der auch noch eine Ladung Klopapier hinten drin. Und da steht nur Parking drauf. Müssen wir gerade mal parken. Schon mal hier geparkt. Hier nicht aufmachen. Das wäre noch eine super Stelle, dass da Klopapier drin versteckt ist. Ansonsten hinten beim Mitarbeitereingang. Da kommen wir nicht durch. Ansonsten wieder auf die Corona-Party. Hier noch irgendwo Klopapier. Okay. Ich kann ja mal rumhüpfen. Den Vieren, die dort. Ich kann mich da vorstellen. Als Fünfter mit tanzen. Genauso. Der Fünfte im Bunde. Mal da oben drauf. Ja, können wir. Auf die Kiste, aka Sarg, draufsteigen. Wir können die Musik noch lauter stellen. Ich habe die Musik ja leise gemacht. Ja, genau so.
Ich hoffe, mir wird das auf YouTube dann nicht geclaimt, wenn ich das hochlade. Garantiert. Aber was soll's. Gut, genug Disco. Mal ein bisschen Suizid begehen hier. Einmal rüberspringen. Dann müssen wir das Level 1 beenden. Stand jetzt letzte Quest. Deinstallieren. Und spielen ein richtiges Spiel. Ja. Deinstalliere es. Spiel was richtiges. Jo, sehr schön. Ups. Oh, eine unsichtbare Wand. Sehr schade. Na dann. Exit to Menü. Nur noch Settings. Video Graphics. Haben wir Credits. Exit to Menü. Yes. Laut. Okay, ja, da haben wir den Working Simulator. Haben wir den Working Simulator durchgespielt. Hier haben wir Akt 1. Antarktik haben wir schon im Stream davor, das müssen wir jetzt nicht normal spielen. Das haben wir schon gespielt. Also wie ich mitbekommen habe, dass das am weitläufigsten und am größten, der größte Akt des Spiels. Haben wir hier noch Alaska, Akt 2, haben wir heute gespielt und ein kleines Gimmick hier. Akt 3, ein kleiner Gag, wo wir Klopapier klauen mussten im kaufen müssten im Supermarkt und hinten bei der Party mitmachen konnten. Ach, schade, keine Credits. Gut, na dann.